Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Risen 3 Titan Lords. Ich wollte euch heute eigentlich die tollen Wechselwirkungen zeigen mit den verschiedenen Magieformen, die es hier gibt, also den Elementen. Hab leider vergessen, das zu öffnen, deswegen verschieben wir das mal auf nächste Folge. Und wir machen hier munter weiter. Wir sind gerade dabei, Kila zu erkunden. Haben uns hier im letzten Part durch diese Spinnenhöhle durchgearbeitet und dabei auch Douglas gefunden, der es leider, wie zu erwarten, hinter sich hat. Und wir gehen jetzt erstmal hier am Strand entlang, bevor wir dann zurück wieder in die Spinnenhöhle gehen. Denn da gab es noch einen anderen Weg, den wir noch, erkunden können. Dem zertrümmer ich den Schädel. Ein Vieh weniger. Das war doch sehr, sehr schön. Dann gehen wir jetzt erstmal hier am Strand entlang, sammeln ein paar Muscheln, ist nie verkehrt. Die können wir eigentlich auch mal öffnen. Fällt mir gerade so ein, unter Plundermuscheln. 73 Stück. Wer sagt, der geht doch, geschafft. Okay, okay, das ist mein Diablo-Klickfinger, Leute, ne? Ja, also. So, man muss einfach nur manchmal auch seine Klickfähigkeiten durch Diablo und Co. trainieren, dann geht das auch, ne? Da lernst du das, möglichst schnell sehr viel zu klicken. Oder so RTS, wie zum Beispiel Age of Empires oder Warcraft 3 oder Starcraft und so, ne? Da lernst du auch schnell sehr viel klicken. Das tat weh. Na, kommen hier noch wieder ein paar Sandteufel raus. Hassgegner schlecht weg, Alter. Klein, nervig, allgemein unbeliebt. Riesenkrabbe, so hier. Das ging sehr schnell, aber soll auch nicht zu lang dauern, ne? Das dauert noch ein bisschen, bis hier das die Seitenleiste hinterhergekommen ist nach meinem ganzen Geklicke da, ne? Leer, geht doch. Leer, geht doch. Gut, dann gehen wir mal erstmal hier wieder zurück. Da scheint aber nichts weiter zu sein. Da kommen wir auch nicht hoch. Hier sieht es nach Ende, wie sagt man, Ende Gelände aus, ne? Hier ist Ende im Gelände und so. Aber gut. Da hinten ist noch irgendwie so eine Art Höhle. Man könnte da bestimmt hinschwimmen, aber ich würde es erstmal noch lassen. Zurück in die wunderbare Spinnenhöhle gehen. Da ist es schön und spinnig drin. Fühle ich mich wohl und abgeholt. Und dann gehen wir doch da erstmal weiter gucken, was da noch so ist. Und dann können wir die Insel nochmal von der anderen Seite aus angehen. Haben wir eigentlich eine Karte? Ja, haben wir schon. Das ist doch sehr hilfreich. Sehr schön. Ja, guck mal, ich bin hier reingegangen. Dann wird es hier natürlich wahrscheinlich in diesen kleinen Bereich gleich gehen, wenn wir dem anderen Weg folgen. Und dann hier lang Richtung der Eingeborenen. Und das ist der Ort, wo sich Patty wohl aufhält. Das ist auch ein kleines Häuschen. Ich denke mal hier, da wird sich Patty niedergelassen haben. Das sage ich euch. Ich fühle das schon richtig, ne? So, guck mal, jetzt geht's schon wieder mit Augen ab. Das heißt, wir nähern uns dem Ziel. Geisterblume. Machen wir einmal Licht. Gut, und weiter geht's. Diese Kristallfackel ist sehr hilfreich, oder? Musst du keine echten Fackeln verbrauchen, hast beide Hände noch frei, fliegt dir hinterher. Ja. Das ist schon ein solides Ding. Gefällt mir. Könnte gefallen. Bloß schmecken, Leute. Ich habe einige Pilze übersehen. So ein schönes Pilzragume machen. So, da kamen wir, glaube ich, her. Da gehen wir weiter lang. Oh, da oben hängen noch ein paar. Habe ich gar nicht gesehen. Sehr unangenehm. Also eine der schlimmsten Vorstellungen für mich, von einer Spinne eingespinnt zu werden und dann langsam sich so aufzulösen, wenn die dich dann mit ihrem Gift, die injizieren ja so ein Gift rein und dann fängt ja dein Körper an, sich so langsam aufzulösen. Es ist somit das abartigste und ekligste, was ich mir so vorstellen kann. Alte Dschungelspinnen, die scheinen richtig fies zu sein. Wobei, so fies wirklich jetzt doch nicht. Bei uns gehen wir aus dem Weg. Oh je. Greif mich nicht an. Scheiß Spinnen. Ah, nee, nee. Weg. Boah, aber die gehen hier so. Also ich finde die eklig. Im Echt würde ich ausrasten, wenn ich die sehen würde. Aber so jetzt rein in der Computerdarstellung. Ein toter Jäger, oha. Der hat's auch hinter sich. Ein hartes Spinnenbein. Daraus könnte man einen stabilen Griff fertigen. Okay, also wird irgendjemand noch ein hartes Spinnenbein suchen? Schauen wir mal. Ich denke mal, das wird einer der Eingeborenen sein, der sich da irgendeine besondere Waffe zusammenbasteln will.
Ja, ich bräuchte ein hartes Spinnbein und dann vielleicht noch irgendwie das Rückgrat eines Pumas, was man halt so braucht, ne? Da schweben wir kurz mal einen Moment, muss auch mal sein. Oh, immer munter drauf da, ne? Hacken, hacken, hacken. Sehr schön. Ah, hier, guck mal da. Da! Astralquarz. Geisterblume. Ich sollte generell einfach nochmal mit dieser Fähigkeit rumlaufen. Ich habe gar nicht so drauf geachtet, dass hier auch oben Sachen hängen können. Sehr hilfreich. Viel öfter benutzen. War auch schon in den Vorgänger-Risen-Teilen eine sehr gute und wichtige Fähigkeit tatsächlich, die ich ein bisschen schmerzlich vernachlässigt habe, wie mir in den Kommentaren erst, ich glaube, heute oder gestern nochmal mitgeteilt wurde. Hallo. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass in Kila bei den Eingeborenen, dass dort gleich jemand ist, der vielleicht Gold sammeln möchte oder Gold haben möchte. Ich suche immer noch verzweifelt nach der Person, die Gold will, weißt du? Oh nein. Komm her, du Krabbelvieh! Widerlich aus seinem Spinnensack da raus, ne? Nee. Spinnen. Widerliche Spinnen. Ihr könnt mir noch eure ganzen Innereien geben, die kann ich dann gleich schön zu Geld machen. Das ist ja der Trick hier, ne? Hier ist es ja wunderschön. Das sieht sehr angenehm aus. Hier fühle ich mich sehr wohl. Und los. Da haben wir einen toten Jäger. Und scheiß Spinnen. Bleib schön weg. Komm nicht her, geh weg. Bei uns, was lockst du dir denn an? Das heißt, geh weg, du blödes Krabbelvieh. Und ich komm her. Da ist noch eine. Guck mal, bis sie hier ist, ist sie tot. Das sag ich mir. Musst du immer leicht vorhalten und dann läuft das, ne? So, hier sind ein paar Kristalle. Strahlquarz. Und eine Truhe. 6. Was haben wir denn hier drin, ne? Gold, Jaguarfell, Pantherfell, eine Kristallfackel und Energiewelle. Gibt man Aal her, ne? Wir schauen uns weiter um. So, hier unten sieht das doch ganz muggelig aus, oder? Ach, hier so ein Kackaffe, warte mal. Ich stell mich mal hier hin. Da kommt der nie und nimmer hin, der Kackaffe. Gorilla. Okay, kommt doch hier hin. Oioioioioi. Das tat weh. Tschüss, den Kegel wir jetzt mal aus dem Universum, wie sich das gehört. Blaukralle. Ah, bin doch so schnell. Da brauchst du. Ja. Komm her. Die Dinger leider nicht. Die sind so nervig. Ich hasse euch. Ihr seid. Das sind halt. Wow. Deine Haut mach ich. Die sind noch schlimmer als diese. Meine Fresse, wie heißen die denn? Diese Sandteufelbiester. Weil es. Die sind einfach vom Movement noch fixer. Noch beschissener zu treffen, machen ordentlich Schaden, ja, und sind Affen. Da kommt halt einfach alles zusammen, was nicht zusammengehört, weißt du? Das ist einfach fürchterlich. Brauchen wir nicht drüber reden. Okay, weiter geht's. Hier sehe ich auf jeden Fall erstmal ein paar Dudes. Das ist schon mal schön. Oh, was ist das denn hier? Noch eine weitere Spinne. Sehr viele Spinnenarten hier. Ihr braucht gar nicht angerannt kommen. Nein, geh weg. Die anderen Viecher machen wir auch noch Platz. Ach, Wasserträger, ihr seid das. Ihr sollt hier Wasser organisieren, ne? Moin. Mann, geh jemand anderem auf den Sack. Ich bin hier, um zu helfen, nicht um euch auf den Sack zu gehen, aber ist okay, wenn ihr meine Hilfe nicht wollt. Kümmert euch alleine drum. Bam. Ich mache diese Insel so schön. Sie wird komplett affenfrei werden, wenn ich fertig bin. Es wird eine schöne Insel werden. Wasserträger. Hey, was streichst du hier durchs Unterholz?
Die Eingeborenen sind pissig, also pinkel ihnen bloß nicht in ihr Abwaschbecken. Solange die uns kein Wasser geben, siehst du besser zu, dass du Land gewinnst. Das Spiel des Wassers ist geradezu hypnotisch. Scheiß Wetter, scheiß Fressen, scheiß Eingeborene. Was ist denn hier los, Alter? Hallo. Ich habe übrigens den armen Dagobert umgebracht. Es ist mir gar nicht aufgefallen seinerzeit, aber bei dem einen Bauernhof, wo wir diesen den schon ewiglich in Familienbesitz besitzenden goldenen Kerzenständer da gesammelt haben, da gab's Dagobert als Ente. Und den habe ich einfach so weggeknüllt, hab's nicht mehr bemerkt, ey. Bier, Fusel, Gold, Krug und zwei Kristallfackeln sogar. Armer Dagobert, tut mir leid. Der saß nämlich auch auf so einem kleinen Haufen Gold wohl irgendwie. Also, Fusel, die Expedition 2. Arme Ente. Da ist da noch eine. Hallo. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Hallo. Asali. Capuscheco Guccio? Na, wenn du so fragst, ich wollte... Schweig. Ihr Guccios nehmt euch, was Gaia uns zugesprochen hat. Unser Vieh, unser Wasser und unser Oro. Und eure Affen. Oh, was ist denn Oro? Sind das diese Kekse, die man so aufschrauben kann Oro? Mit Milch dazwischen? Milchcreme? Was soll das denn sein? Oro sind goldene Steine von Berg. Ach so. Guccios haben große Gier in Augen, wenn Asali berichtet von Oro. Wir Kieler brauchen Steine für Schmuck und um die Ahnen friedlich zu stimmen. So, keine Sorge, ich will nix, dein Vieh und so. Ich will eigentlich nur Wasser haben. Keine Sorge, ich will weder dein Vieh noch sonst etwas. Großes Palaver. Guccios stehlen, wo sie können. Wenn du willst Beweis, geh in unser Dorf. Unsere Tonkas haben einen von euch gefangen genommen. Schon bald wird er unserem Orakel geopfert. Oh, das ist natürlich, das ist schwierig jetzt mit dieser Opferung. Können wir dann nochmal drüber sprechen, ne? Erzähl mir mal mehr über diesen Gefangenen, den ihr da habt. Erzähl mir mehr über den Gefangenen. Asali weiß nicht viel über diesen Guccio. Falsche Augen, falsche Wörter. Geh in unser Dorf, wenn du mehr wissen willst. Okay. Vertrau mir einfach, ich tue euch wirklich nichts. Vertrau mir einfach, ich tue euch nichts. Ich müsste in dein Herz blicken können. Ist es rein? Sprichst du die Wahrheit? Rausreißen wäre eine Idee. Das lassen wir mal schön bleiben. Das muss doch auch einfacher gehen. Bring Asali ein Zeichen der Freundschaft und ich werde dir trauen. Außerdem wird Asali Guccios gestatten, hier Wasser zu holen. Also ich habe hier so ein Spinnenbein. Wäre das ein Zeichen der Freundschaft? Was das Zeichen der Freundschaft angeht? Was das Zeichen der Freundschaft angeht. Freundschaft beruht nicht auf Gegenleistung, sie beruht auf Vertrauen. Silberzunge 100, das wird wohl nichts. Wie soll dieses Zeichen der Freundschaft aussehen? Wie soll das Zeichen der Freundschaft aussehen? Das herauszufinden ist Teil deiner Prüfung, Guccio. Na komm schon, ein kleiner Tipp. Taono Kabuki Shikakachi Oro. Moment, das soll ein Hinweis gewesen sein? Chi. Na klasse. Okay. Du, ich werde dir ein Zeichen der Freundschaft bringen. Ich werde dir ein Zeichen der Freundschaft bringen. Yalla yalla. Die Hike werden dich beobachten. Mach das mal, ne? Kann ich das nicht einfach kaufen? Kann ich deine Freundschaft nicht einfach kaufen? Oh nein. Freundschaft kauft man nicht. Ich würde sie mir auch was kosten lassen. Oh no. Ach komm schon. Jeder hat seinen Preis. Oh no. Guccio ist hartnäckig. Das gefällt Asali. Gut. Wenn Guccio bringt Passavi Oro, Asali wird akzeptieren. 700 Gold. Nee, dann gehe ich lieber los und suche ein Zeichen. Dankeschön, ne? Vielleicht wissen die Piraten, was unter einem Zeichen der Freundschaft zu verstehen ist. Gehen wir mal schauen. Also, jetzt werden wir erstmal diese Goldpfanne mitnehmen, weil wir klauen ja nichts, haben wir ja gerade gelernt. Und dann sammeln wir hier erstmal alles ein. Golderz und eine Spitzhacke. Also das Spinnenbein ist leider kein Zeichen der Freundschaft. Hätte man ja irgendwie hoffen können, aber ist nicht. Dann gehen wir jetzt erstmal da hinten durch. Und schau mal, wo uns das hinführt. Oh, Affen. Fürchterlicher Affen. Und eine Ente. Ja, Bones, kümmer du dich mal um den blöden Affen, dann muss ich das nicht machen. Gehen die nur auf den, wie sagt man, Sack. Die sind so schnell, ich treffe die mit meinen Feuerbällen nicht. Einfach nur nervige Kackaffen. Kackige Nervaffen. Da, tschüss.
Und dann gebe ich nur 100, weißt du? Da werde ich direkt aus Wut diese Ente grillen. Dankeschön für den Hühnerbollen. Dankeschön, Dankeschön. Ist alles Proviant, Leute, ne? Ihr dürft das nicht hier als unnötige Gewalt gegenüber der Natur ansehen. Das ist wirklich... Ich mache das nur, weil ich das, den Proviant unbedingt brauche, jetzt wo ich den Heilzauber habe. Ist absolut notwendig. Guten Tag, Mandaru. Warum so still? Mandarus Blick prüft dich. Er verrät, was Mandaru über dich wissen muss. Und? Und was hat er dir verraten? Du bist keiner der Menschen vom Strand. Nee. Nein, du suchst etwas. Und auf deinen Schultern lastet eine lange Reise. Das ist richtig. Okay, den Trick musst du mir mal erklären, Bruder. Okay, den Trick musst du mir erklären. Da gibt es nichts zu erklären. Hast du noch nie dein eigenes Spiegelbild im Wasser gesehen? Nee. Sieh es dir genau an. Es erzählt dir viele Dinge, ohne auch nur ein Wort zu verlieren. In deinem Blick sehe ich die Suche, während der Stoff an deinem Körper dein Sein erklärt. Wir Tufas lernen, dass innere Ruhe und Beobachtung der Schlüssel zur Weisheit sind. Innere Ruhe und Beobachtung? Dann wird das bei dir wohl nichts mit der Weisheit. Was du nicht sagst. Warum kannst du unsere Sprache eigentlich so gut? Ist mir auch aufgefallen, du redest ja richtig flüssig hier. Das ist, also das sonst, da ist ja gar keine Kieler Influencer mehr mit drin, ne? Warum kannst du unsere Sprache so gut? Mandaru ist vielen Reisenden begegnet und hat das Wort der Freundschaft mit den Menschen gesucht. Doch dieses Mal ist alles anders. Die Menschen am Strand sind uneins. Ich sehe Zwietracht. Ich sehe, dass Worte Zeit verschwenden. Ich sehe, dass nichts ist, wie es war. Ich will mehr über die Aufgabe eines Tufa wissen. Ich will mehr über die Aufgaben eines Tufa wissen. Wir Tufas nehmen von der Natur das, was sie uns gibt. Doch nie im Überfluss. Lediglich, was wir benötigen. Und auch nur dann, wenn es uns bestimmt ist. Kann ein Tufa seine Beute nicht erlegen, lässt er ab, da die Zeit noch nicht gekommen ist. Okay, ich glaube nicht, dass die Piraten euch gefährlich werden. Ich glaube nicht, dass die Piraten euch gefährlich werden. Dir fehlt der Blick des Jägers. Selbst das kleinste Tier wird sich wehren, wenn es sich bedroht fühlt. Wir Kila mögen ihnen überlegen sein, doch wir werden dennoch Schmerzen davontragen. So wie Mandaru es sieht, wird Gaia bald mit Blut getränkt werden, wenn nicht etwas passiert. Warum teilt ihr mit den Piraten das Wasser nicht? Die haben euch doch nichts getan. Warum teilt ihr mit den Piraten das Wasser nicht? Du erwartest von uns, dass wir mit ihnen etwas teilen, das das Leben spendet. Aber das Einzige, was sie mit uns teilen würden, ist der Tod. Ono, solange wir niemandem trauen können, wird Asali den Zugang zur Quelle verweigern. Okay, also wir müssen erstmal Vertrauen schaffen. Eine gewisse Vertrauensbasis muss aufgebaut werden, aber wir arbeiten dran, ne? Machen wir hier schön weiter. Wir schauen uns derweil mal noch ein bisschen um. Oh, hier, was ist das denn da? Das ist nicht gut. Gefährlicher Alligator. Ach, die anderen sind ungefährlich, oder was? Wieso passiert hier nichts? Hallo? Okay, der ist offensichtlich unangreifbar, oder was? So, jetzt mal schön in Deckung gehen, ne? Ja. Oh! Warum hast du so viele Zähne? Okay, das war, ja, spannend. Das scheint auf jeden Fall noch eine wichtige Quest zu sein. Vielleicht ist das Zeichen der Freundschaft oder so. Erstmal gucken, was er jetzt noch erzählt. Sagst du irgendwas Jägermäßiges so? Jage nie nachts im Dschungel. Er wird dich jagen. Ich will ja nicht sagen, aber der Dschungel, der jagt dich auch tagsüber, ne? Also eigentlich ist es scheißegal, wann du in den Dschungel gehst. Dschungel ist immer eine gefährliche Kiste. Aber er hat schon recht, ne? Ich glaube, nachts ist noch schlimmer. Moin, Kollege von mir. Hallo, Jacob. Was machst du denn hier? Die Sache ist halt... Okay. Da hinten läuft irgendwas Fettes rum. Ich würde aber sagen, Jacob, weil in 8 Sekunden der Hahn kräht, ne? Fahre ich jetzt schon mal die Kamera für ein Thumbnail raus, okay? Damit wir ein schönes Thumbnail machen können. Aber am besten so, dass nicht irgendein Name von euch da drin ist. So, genau. Und dann, meine Lieben, würde ich sagen, machen wir hier doch hier erstmal einen kleinen gemütlichen Break, oder was? Ja, hört ihn auch ganz leise. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, es war ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.